Ja, so, hallo zu einer neuen Folge. Also heute geht es um das Honigernten mit Abkehrmaschine. Aber vorab hier ein kurzer Einblick in ungeliebte Tätigkeiten, aber es gehört halt auch dazu. Also ein Bienenstand freimähen, das ist jetzt hier einer meiner Überwinterungsstände. Und deshalb sind auch keine Bienenvölker gerade da, aber ich wollte da eigentlich Jungvölker hinstellen. Und deshalb mache ich da jetzt einfach mal Glasschiff. Dann ging es gerade weiter. Hier sind Bienenvölker, die habe ich von der Schwäbischen Alb geholt, von der Obstbaumblüte und von der Rapsblüte. Habe damals ja im letzten Video auf der Schwäbischen Alb den Honig entnommen. Sind jetzt nur auf einem Honigraum und da setze ich jetzt einfach den zweiten Honigraum wieder auf, dass einfach der Platz für die Bienenmasse da ist. Und zum anderen hoffen wir ja natürlich, dass diese Honigräume auch wieder gefüllt werden. Also momentan habe ich an ein paar Bienenständen wirklich keine Zunahmen und ja, also weiß gerade so ein bisschen, habe da keine Optimierungsmöglichkeiten. Ich hab natürlich auch Bienenstände mit Zunahmen, die sind aber eigentlich alle voll. Insofern ist diese Gruppe hier jetzt ein bisschen in Warteposition und die will ich dann, also man sieht das hier, die Lücke, da habe ich welche in die Edelkastanie gefahren. Und die anderen will ich dann jetzt die Tage noch im Wald irgendwo unterbringen. Ja, im Prinzip, wie gesagt, die kamen nachts, habe ich die gebracht. Die waren, standen dann auch noch gegurtet an diesem Platz, weil ich nicht wusste, fahre ich sie am nächsten Tag weiter, fahre ich sie direkt zur Edelkastanie. Alle habe ich jetzt aber, wie gesagt, nicht alle gefahren. Habe da hier noch ein paar stehen lassen. Mach die Wandergurte ab, gucke wirklich hier nach der, das mache ich anhand der Bienenmasse. Ne? Also wenn der Honigraum richtig ratzepatze voll ist, dann gibt es eben diesen zweiten Honigraum. Und dann nehme ich einfach diese ausgeschleuderten Honigräume, wo der Rapshonig drin war, und die setze ich da relativ problemlos aus. Ne? Das sieht man hier. Und dann können die Bienen die zum einen sauber machen, weil ja gerade hier, wie gesagt, keine Tracht reinkommt. Da hatte ich auf Himbeere gehofft. Aber wie gesagt, bisher noch nicht so erfolgreich. Also gerade bin ich dabei, meine Wagvölker abzufahren. Also ich habe ja, wir sehen es im Hintergrund, wahrscheinlich ist es auf dem Bild, immer Bienenvölker auf Wagen stehen. Da sind ja nicht zwangsläufig gleich so eine ganze Gruppe dabei, sondern die stehen auch oft alleine. Einfach, dass ich mal schaue, wie ist die Lage, gibt es da Zunahmen, gibt es Abnahmen und dann entsprechend meine Bienenvölker so einfach fahre, dass die eigentlich immer oder möglichst immer Nektar finden oder eben Honigtau für Waldhonig. Ja, genau, heute Morgen, wie gesagt, wird 3 Uhr losgegangen, die Bienenvölker ein Teil in die Edelkastanie gefahren, in die südliche Weinstraße. Hab dann noch ein bisschen zugewartet heute Morgen, weil es hat bei uns unheimlich geregnet. Und als wir dann dort waren, da hat es auch, das hat man schon gesehen, dass heute Nacht Wasser kam. Ne? Also es war die ganzen Wege richtig zum Teil angeschwemmt. Aber hat alles gut funktioniert. Ich hatte da am Anfang ein bisschen Zweifel, weil das da eben relativ schwer ist hinzukommen. Da sind wir ein bisschen abgelegen. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt, wie gesagt, ich hatte hier gerade ein bisschen eine Räuberei verursacht, weil ich hatte mein Rudder offen stehen lassen und da habe ich leergesteuerte Honigwaben drin. Das haben die Bienen natürlich sofort gemerkt. Deshalb habe ich schnell das Auto zugemacht. Aber jetzt zum eigentlichen, was ich euch jetzt kurz zeigen will. Also ich fahre jetzt, wie gesagt, meine Wagvölker gerade ab, um da einfach den Honig rauszunehmen. Ich habe das ja gefilmt, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob ich es davor schon gezeigt habe oder jetzt danach reinschneide. Das habe ich einfach jetzt gerade gemacht.
Und das Volk hinter mir auf der Waage, das hat jetzt 3 Honigräume drauf. Da habe ich jetzt 2 genommen und einfach einen leeren Raum von ausgeschleuderten Waben, wo der Rapshonig einfach drin war, wieder draufgesetzt. Das Ganze mache ich hier mit so einer Abkehrmaschine. Also das kennen viele vielleicht nicht. Also das ist für mich ganz interessant, gerade wenn man so einzelne Bienenvölker hat oder auch wenn man Kunstschwärme macht. Das Ganze sieht eigentlich so aus, dass sind 2 Walzen, ist ein Nährungssensor und immer wenn man hier eine Wabe reinsteckt, kürzt die Bienen einfach ab. Die fallen dann nach unten in eine Schublade rein und mit der kann man den Boden rausziehen und dann kann man die einfach wieder ins Bienenvolk reinkippen. Also finde ich ganz schonend oder funktioniert auch ganz gut. Also die Bürsten sind auch weich, da passiert der Biene nichts. Die werden auch hier nur einmal berührt, also die werden da auch nicht aggressiv. Also da habe ich einfach bei den früher, wo ich noch Anfänger war, wenn ich von Hand abgekehrt habe, das hat den Bienen weit weniger gefallen wie jetzt. Das ist, wie gesagt, zum Kunstschwarm bilden ganz gut oder um die Bienenvölker einfach auch den Honig abzukehren. Genau, also damit arbeite ich. Ne? Ansonsten kann man natürlich Bienenflucht nehmen. Was ich noch nie gemacht habe und was ich wahrscheinlich auch nicht machen will, ist das Ausblasen. Ne? Weil dann fliegen die Bienen alle auf, sind vorm Bienenkasten, müssen sich da zurückfinden, finden vielleicht nicht zurück. Und das ist halt dieser Vorteil von dieser Abkehrmaschine. Ich leere die einfach oben rein und die sind wieder zu Hause. Ja, das war es jetzt an dieser Stelle. Ich habe jetzt da vorne habe ich noch ein paar Bienenvölker stehen. Die kriegen jetzt noch einen zweiten Honigraum. Und da nehme ich einfach auch wieder die ausgeschleuderten Waben, wo der Rapshonig drin war. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also bisher kann man nicht so sagen, wir haben ja jetzt wieder Gewitter. Ich habe weiß ich noch nicht, die Bienenvölker haben jetzt keine Zunahmen mehr. Was ich jetzt mit denen mache, da will ich einfach mal warten, was in den nächsten Tagen passiert. Ich habe ja meinen Lieblingsstandort noch hier in dieser Gemarkung, wo es eben nur Bioland und Demeter-Landwirte gibt. Aber da will ich sie gerade auch nicht hinfahren, oder weil da gibt es gerade auch keine Zunahmen, da steht natürlich auch eine Waage. Und dann lasse ich die jetzt hier stehen, weil ehrlich gesagt, durch das, dass ich heute Morgen so früh aufgestanden bin, habe ich jetzt dann auch langsam einfach keine Lust mehr. Ich habe jetzt noch 3 Waagvölker, den Honig rauszunehmen, das mache ich noch. Und dann werde ich mich eher ins Büro setzen oder, ja, das schauen wir mal, was man da macht. Ja, jetzt wollte ich euch hier nochmal kurz zeigen, wie das mit der Abkehrmaschine in der Praxis aussieht. Also ich richte mich da, das ist jetzt nicht optimal eingerichtet, ne, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier, ich wollte es einfach filmen für euch und dann habe ich einfach geschaut, dass die Kamera irgendwo stehen kann, in dem Fall auf dem Reserverad von meinem Bus und dass alles im Licht ist. Also in der Regel richte ich mich so ein, dass der Oberkörper sich nicht verdrehen muss. Also das ist jetzt hier einfach so, die Abkehrmaschine steht auf dem Podest, den habe ich mir selber geschweißt. Und ich habe nochmal so ein Podest, normal auch für die Zarge, die leere, die hier auf dem anderen Bienenkasten steht, dass ich einfach alles auf einer angenehmen Arbeitshöhe habe. Und vor allem ich nicht so verdrehen muss. Ne? Das gefällt dem Rücken eigentlich gar nicht auf Dauer, dass man immer hier, ne, das sind ja 1,5 Kilo, wenn sie voll sind, vielleicht auch ein bisschen mehr Honig. Und dann immer diese Drehung und das weiß ich nicht, 100 Mal, 200 Mal, wenn man so einen ganzen Bienenstand damit macht. Also da achte ich einfach drauf, dass das ohne Verdrehung in der Regel funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt das war ein Bienenvolk. Ich wollte das Kamera auch ein bisschen für die Kamera gestalten und dann habe ich das einfach mal so aufgebaut. Also man sieht, es geht ratzfatz. Wenn man zu zweit ist, geht es noch schneller. Einer kann immer den Honig dann wegbringen, eine neue Zarge bringen. Und wenn ich jetzt alleine bin,
dann brauche ich für so einen Bienenstand mit, wenn wir da irgendwo 30, 35 Völker haben, mit zwei Zargen jeweils, dann bin ich so irgendwo zwischen so knapp 90 Minuten beschäftigt. Ne? Also das ist eine ganz passable Zeit, finde ich noch. Ich meine, danach braucht man ein bisschen eine Pause. Also man merkt es schon dann. Aber ich spare mir halt im Vergleich zur Bienenflucht die zweite Anfahrt. Und ich mache das eigentlich immer, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kehre das ab, oder ich mache das mit der Bienenflucht. Also Abkehr mache ich gerade relativ viel, weil die Bienenvölker relativ nah stehen. Aber das mit der Bienenflucht ist ja im Prinzip die andere Möglichkeit. Ich hole es ja auch mal voll, ne? Also mit dieser Abkehrmaschine, oder bei mir ist der Ablauf, kann auch nicht so sein. Also wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Sachen. Im Prinzip kann ich den Honig ernten, pack den in den Bus rein und pack die Bienenvölker auf den Anhänger und fahre dann nachts zurück. Die Alternative ist natürlich, man holt sie voll, also ich lasse den Honig drauf, pack sie auf den Anhänger und fahre dann heim. Das ist dann was, was ich typischerweise morgens mache. Wenn ich vielleicht auch direkt in eine andere Tracht fahre. Also ganz typisch ist da oder für mich, wo ich das meistens mache, ist die Edelkastanie, weil da habe ich nicht so arg viel Bienenvölker, da fahre ich ja nur einen kleinen Teil hin. Und da habe ich dann auch keine Gewichtsprobleme auf dem Anhänger. Und mit dem Uphill-Lift lade ich die eigentlich ja ganz entspannt dann. Ja, im Prinzip dann fülle ich einfach den Honigraum wieder auf, lasse zwei, drei Waben draußen, nehme die Maschine, nehme die Schublade raus, ja, da sind die Bienen drin, da kann man jetzt hier den Boden, wie gesagt, aufziehen, schütte die da rein. Die laufen nach unten weg in den Brutraum, dann setze ich die Rähmchen ein und fertig, ne, kommt die zweite Zarge drauf. Und es war's, also es funktioniert ja ganz entspannt. Man sieht auch hier ohne Schleier, ohne Dings. Also wenn die Bienen wirklich verärgert wären, dann würden sie auch stechen. Ja, und das war's dann im Prinzip, ne? Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo. Und dann wünsche ich euch selber viel Spaß. Hoffe, dass ihr auch viel Honig erntet. Und wir sehen uns dann ja gerne beim nächsten Video. Also, bis dahin dann alles Gute und tschüss.